Cyberport präsentiert der Sony Vaio Fit 15A Multiflip PC. Sony Vaio steht bereits seit vielen Jahren für herausragende Notebook-Produkte. Dem Trend der Zeit folgend wagen sich natürlich auch die Japaner daran, die Vorteile von Laptop und Tablet zu einem Convertible zu vereinen. Mit dem Vaio Duo 11 und 13 aus dem Vorjahr wurde dieser Weg zunächst erfolgreich eingeschlagen. Ob der Vaio Fit A diese Erfolgsgeschichte fortsetzt, wird unser Testbericht nun zeigen. Der Vaio Fit 15A ist 2 cm hoch, 37,7 cm breit, 25,4 cm tief und bringt inklusive Akku 2,29 kg auf die Waage. Das Touchscreen-Display ist 15,5 Zoll groß und leistet eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Herzstück des Convertibles ist ein Intel Dual-Core i5-Prozessor mit bis zu 2,6 GHz Kerntakt, welcher durch 8 GB RAM unterstützt wird. Für Anwenderdaten steht ein Hybridspeicher zur Verfügung, bestehend aus einem Terabyte HDD und 16 GB SSD-Speicher. Letzterer wird vom System automatisch verwaltet. Im zugeklappten Zustand macht das Vaio Fit A schon mal einen sehr ordentlichen Eindruck. Das Gehäuse besteht überwiegend aus edlem Aluminium, was das Gerät äußerst hochwertig und robust wirken lässt. Zudem ist es mit seiner Höhe von 20 mm auch recht flach. Das Gewicht von insgesamt 2,29 Kilo entspricht dem Durchschnitt eines Ultrabooks in 15 Zoll Größe. Klappt man das Display auf, erscheint eine leicht abgesetzte, aber tadellos verarbeitete Tastatur, die im Dunkeln sogar leuchtet. Für die Bedienung steht außerdem ein Stylus zur Verfügung, mit dem zum Beispiel handschriftliche Notizen möglich sind. Für Qualität und Optik gibt es also den Daumen nach oben. Dem einen oder anderen dürfte schon aufgefallen sein, dass der Displaydeckel mit dem eingravierten Vaio-Schriftzug so aussieht, als wäre er in zwei Hälften geteilt. Dabei handelt es sich freilich nicht nur um ein schickes Designelement, sondern um ein spezielles Scharnier für die sogenannte Multiflip-Funktion. Um dieses Feature nutzen zu können, muss zunächst der Arretierschieber oberhalb der Tastatur auf Release gestellt werden. Anschließend lassen sich die beiden Hälften zusammenfalten. Dadurch wandelt man das Ultrabook entweder in ein Tablet oder in einen speziellen Präsentationsmodus, wobei das Display von der Tastatur weggerichtet ist. Das alles muss anfangs zwar etwas geübt werden, funktioniert an sich aber einwandfrei. Besonders der Präsentationsmodus eignet sich, um Displayinhalte mit anderen zu teilen, zum Beispiel bei Meetings oder entspannt beim Filmeschauen. Klasse gemacht! Das Display, bei Sony bezeichnet als Triluminus Display für Mobilgeräte, bietet eine hohe Auflösung von 1290 x 1080 Bildpunkten und basiert auf der hervorragenden IPS-Technologie. Das Ergebnis? Gestochen scharfe Bilder, brillante Farben, hervorragende Schwarz- und Weißwerte. Sony hat seinen Vaio Fit A mit einem der besten Bildschirme auf dem Markt ausgestattet, weshalb das Gerät auch für professionelle Bildbearbeitung durchaus geeignet ist. Die Helligkeit überzeugt uns ebenso. Eine Farbverfälschung bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln ist kaum auszumachen. Daumen hoch! Das vorinstallierte Betriebssystem heißt Windows 8, steuerbar via Touchscreen oder Touchpad. Beide Bedienmöglichkeiten funktionieren tadellos. Natürlich hat sich Sony nicht nehmen lassen, wieder eine Menge Programme aus eigenem oder fremdem Hause zu installieren, auf die man in der Regel verzichten kann. Ein Highlight ist hingegen Imagination Studio, ein Softwarepaket für die semi-professionelle Sound- und Videobearbeitung. Außerdem bietet Sony über die Assist-Taste automatische Updates und Systemoptimierungen an. Insgesamt läuft alles flüssig und zuverlässig. Daumen hoch! Bei der Leistung setzen die Japaner auf Intel Core-Prozessoren der vierten Generation, auch bekannt unter dem Codenamen Haswell. Unser Testgerät hat dabei einen i5 Dual-Core-Prozessor mit 2 GHz Kerntakt plus 8 GB Arbeitsspeicher erhalten und leistet uns gute Dienste. Dank des integrierten Hybridspeichers aus SSD und HDD läuft das System insgesamt noch zügiger, als wenn es nur eine standardmäßige Speicherplatte wäre. Für die Grafik ist übrigens eine GeForce GT 735M von Nvidia zuständig, welche mit 2048 MB Speicher auch genügend Power mit sich bringt. Selbst grafikhungrige Spiele sind damit zumindest auf mittlerer Stufe spielbar. Für ein Convertible eine sehr gute Ausstattung. Im Bereich der Anschlüsse und Kommunikation erkennt man am deutlichsten, wie gut Sony es geschafft hat, zwei unterschiedliche Systeme in eines zu verpacken. Wie bei einem Tablet bereits üblich, hat der Vaio Fit A NFC, WLAN und Bluetooth 4.0 an Bord.
Typisch für ein Notebook bietet unser Testgerät auch noch einen Kartenleser sowie Steckplätze für USB 3.0, HDMI und Ethernet LAN. Wir sind begeistert! Die Akkulaufzeit beträgt bei durchschnittlicher Nutzung maximal 5 Stunden, wobei man eher mit 3 bis 4 Stunden rechnen sollte. Je intensiver die Nutzung und Bildschirmhelligkeit, je schneller macht der Vario Fit A die Lichter aus. An dieser Stelle hat man der Mobilität leider nicht ausreichend Rechnung getragen. Wir geben ein Gut. Unser Fazit: Der Vario Fit A ist aufgrund seines Gewichts und der geringen Betriebszeit in erster Linie ein Notebook, das jedoch viele wichtige Tablet-Eigenschaften vorweisen kann. Die Flexibilität des gestochen scharfen Displays, die sehr gute Leistung und die präzise Touch-Bedienung machen aus dem Vario Fit 15a einen echten Allrounder. Wir geben daher 5 von 5 Cyberstars.